So, willkommen zu einem Mini-Mini-Mini-Unboxing. Hierbei geht es um den, oh, hier, Vorderseite, um den i7 Intel, ja, Intel i7 i7-5820K mit dem Sockel LGA, ja, 2011 V3, jetzt hat die Kamera scharf gestellt. Der neue Prozessor zu unserem Board, zu unserer Gaming-Machine, werden wir ein kurzes Unboxing machen. Ich dachte, wenn ich schon jedes Teil unboxe, oder die meisten Teile, dann kann ich natürlich auch die Hauptkomponente unserer CPU nicht auslassen. So. Was haben wir hier? Eine relativ schwere, wie ich finde, relativ schwere CPU. Bin ich gar nicht so gewöhnt. Gucken, wie wir sie hier rauskriegen. Hier sehen wir sie. Relativ schön. Die werde ich jetzt natürlich nicht da rausholen. Die wollen wir da drin belassen. Ich kann es kurz mal vorlesen, was da drauf steht. Intel Core i7 5820K, wussten wir ja schon, 6x 3,3 GHz, wurde in Malaysia hergestellt. Wunderbar. Ja, das war es auch schon. 6x 3 GHz. 15 MB Cache, gut, 140 Watt, das ist jetzt so Standard, so eine kurze Mini-Anleitung ist auch dabei, guck mal, kleiner Aufkleber noch, finde ich ganz cool, Intel Core i7 Inside, der ist ganz nett, weil er glitzert auch so schön, ich weiß nicht, vielleicht wenn wir den aufkleben, na, ich weiß nicht. Attention, Auto Resize, Use of Intel Logo. Boah, Wahnsinn. So, das war's auch schon. Hier gibt's nicht weiter. Wie gesagt, ein ganz kurzes Unboxing. Wir dürfen ja unsere Hauptkomponenten denn nicht vernachlässigen. So, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Ne? Und das war wieder ein weiterer Schritt Richtung unseres neuen Rechners. Werde ich gleich auch gleich schon einbauen auf dem Mainboard? Ja. Dann gibt es dazu, glaube ich, auch ein kleines Video, wie wir das die CPU montieren und dazu den Wasserkühler für CPU und die Northbridge. Northbridge für die Spannungswandler. So, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.